Hallo zusammen. Ihr habt mir jetzt häufig geschrieben, woran es liegen kann, dass ihr trotz Fasten immer noch Hunger habt. Hier sind vielleicht ein paar Gründe, die euch da weiterhelfen könnten. Grund Nummer 1 ist, ihr fastet einfach zu schnell. Natürlich ist es so, dass ihr bei Keto relativ schnell keinen Hunger mehr habt und es dann einfach wird zu fasten, aber das sollte automatisch kommen. Wenn ihr euch zwingt zu fasten, wird euer Körper unterversorgt und ihr bekommt natürlich Hunger. Darum würde ich euch empfehlen, wenn ihr Keto macht, immer erstmal mit 3 Mahlzeiten zu starten und dann, wenn ihr könnt, auf 2 Mahlzeiten zu gehen. Und dann letztendlich das Optimale ist eine Mahlzeit am Tag. Aber auch da bitte schauen, dass ihr alle Nährstoffe und alle Kalorien kriegt, die ihr braucht. Grund Nummer 2 könnten die Mahlzeiten an für sich sein. Schaut, dass ihr in den Mahlzeiten genug Fett und genug Protein habt. Es bedeutet natürlich nicht, dass ihr so viel Fett zu euch nehmt, dass ihr nicht mehr euer eigenes Körperfett verbrennt. Aber es sollte genug Fett sein, um euch zu befriedigen, damit ihr durchhaltet. Ich würde in meinem Fastenprotokoll, wenn ihr 2-mal am Tag esst, immer empfehlen, das Fasten zu brechen ohne Fett oder mit möglichst wenig Fett, aber die 2. Mahlzeit mit relativ viel Fett, damit ihr Sättigungsgefühl einfach lange vorhält. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 50, 60, 80 Gramm Fett am Tag esst, versucht 70-80% davon in die 2. Mahlzeit zu bekommen, mit einer ganzen Menge von Protein, einfach um möglichst lange auch satt zu bleiben. Der Grund Nummer 3 könnte sein, dass du immer noch zu viele Kohlenhydrate hast. Hast du zu viele Lifestyle-Keto-Produkte, zu viele Kuchen, zu viele Plätzchen oder ähnliches oder irgendwelche Produkte, die du gekauft hast, auf denen Keto steht, aber die nicht wirklich Keto-konform sind, so kann es sein, dass dein Insulinspiegel doch hochgeht und du wieder Hunger bekommst. Darum schau noch mal ganz genau, wenn du wirklich Hunger hast in der Fastenzeit, ob du nicht vielleicht doch zu viele Kohlenhydrate einfach noch in den einzelnen Teilen hast, die sich addieren und die dir dann Hunger bereiten. Tipp Nummer 4 ist Apfelessig. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Ich würde euch immer empfehlen, sobald ihr Keto macht, euren Tag mit Apfelessig zu beginnen. Ich habe dazu ein Video gemacht, den Link packe ich unten mit rein, wie so ein Drink optimalerweise aussehen kann. Und es macht wirklich einen riesen Unterschied, weil es einfach hilft, euren Blutzuckerspiegel etwas zu senken und diese Hungerattacken gar nicht mehr so schlimm werden. Das bedeutet, ich würde ihn einmal morgens nehmen. Aber falls ihr Hunger bekommt, ruhig ein zweites Mal. Und wenn es ganz schlimm ist, sogar ein drittes Mal noch vor dem Schlafengehen. Der letzte Grund, der es sein könnte, ist, dass ihr immer noch snackt. Es ist ganz wichtig, dass wenn ihr anfangt, Keto zu machen, das Snacken rauszubekommen. Esst euch, wenn ihr esst, wirklich satt. Ich empfehle euch eigentlich immer, das Basic Keto zu machen. Und da könnt ihr so viel Protein essen, wie ihr wollt. Und genau da wird mir dann gesagt, zu viel Protein schmeißt mich doch aus der Ketose. Das kann passieren, ist relativ schwierig. Theoretisch möglich, aber wie gesagt seltener als angenommen ist. Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es sehr schwer, da genug Protein zu essen, um euch wirklich rauszuschmeißen. Aber was noch hinzukommt, ist, bei einer richtigen ketogenen Ernährung verschwindet euer Hunger. Damit sinkt die Menge an Protein, die ihr esst, sowieso, und dann seid ihr auch nicht mehr gefährdet, durch das Protein rausgeschmissen zu werden. Darum am Anfang, esst ruhig genug Protein, um satt zu werden, zügelt euch da auch gar nicht und ihr werdet mit der Zeit sehen, dass es runtergeht. Allerdings als kleiner Tipp hier noch, achtet darauf, was wirklich Hunger ist und was Lust ist zu essen. Viele von euch, inklusive mir auch, sind maßlos, was das Essen angeht. Das bedeutet, sobald wir wissen, wir dürfen von etwas so viel essen, wie wir wollen, stopfen wir uns das auch rein, um dieses Gefühl im Bauch zu haben, dass der Bauch wirklich voll ist. Da müsst ihr lernen, mit umzugehen. Ihr müsst lernen zu spüren, wann ihr keinen Hunger mehr habt. Damit müsst ihr lernen, umzugehen. Das ist einer der großen Vorteile, den die ketogene Ernährung hat. Sie kann euch beibringen, was Hunger ist und was Appetit ist. Appetit ist das, was uns hier hingebracht hat. Appetit ist das, warum wir alle zu viel Gewicht hatten. Hunger ist das, was wahrscheinlich kaum einer von uns kennt. Wenn du das Gefühl hast, du könntest jetzt rohen Brokkoli essen, dann weißt du, du hast wirklich Hunger. Der letzte Tipp, den ich euch geben kann, wartet, bevor ihr anfangt zu fasten. Wenn ihr anfangen wollt zu fasten, wartet 3-4 Tage. Wenn euer Programm vernünftig gesteuert ist, seid ihr dann in der Ketose. Das merkt ihr daran, dass der Hunger weg ist. Und sobald der Hunger weg ist, lasst ihr automatisch das Essen ausfallen. Also, wie gesagt, nicht zu schnell. Ich wünsche euch viel Erfolg in der ketogenen Ernährung und bis zum nächsten Mal.